Stadtfest Duisburg 2024. Ende Juli geht's los und Stadtfest ist für dich ganz was Besonderes, weil ich glaube, du gehörst zu dieser Familie von Anfang an. Ja, es sind doch bestimmt schon 10 Jahre her und ich bin fester Bestandteil des Duisburger Stadtfestes und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil gerade die Auftritte auf dieser Riesenbühne vor diesem tollen Publikum machen einfach wahnsinnig viel Spaß, weil hier kennen die Leute teilweise die Texte besser als ich selbst. Also das ist wirklich super. Es ist jedes Mal ein Highlight, eine Bühne zu betreten, wo einfach Menschen stehen und du darfst halt deine Lieder präsentieren. Bei mir ist es ja so, ich schreibe alle Titel selbst. Ich weiß ja nie, kommt das überhaupt beim Publikum an? Und live kann man immer genau fühlen, ob ein Titel gut ankommt oder nicht. Ich meine, es ist immer schön, als Künstler viel im Radio und im Fernsehen zu sein, aber das ehrliche Feedback erlebst du halt live. Und da bist du natürlich auch vielleicht manchmal genauso nervös oder hast vielleicht so ein bisschen das Gefühl, na, kommt der Titel wirklich oder kommt der nicht? Lampenfieber gehört dazu. Mir hat mal ein großer Künstler gesagt, wenn du kein Lampenfieber mehr hast, dann geh auch nicht mehr auf die Bühne. Von daher ist es wirklich jedes Mal eigentlich wie beim ersten Mal. Man ist nervös, man freut sich und wenn man dann aber den ersten Applaus geerntet hat, dann ist es einfach nur schön und dann wird das Leben gerockt, so wie ich mit meinem Titel Wir rocken das Leben immer sage. Ich mache schon seit vielen Jahren Schlager und es war immer so, dass die Medien den Schlager nie so transportiert haben, wie ich es persönlich als Künstler auf einer Bühne erlebe. Ja, also das heißt, du hast kaum Fernsehsendungen, du hast kaum Radio, die wirklich unseren Schlager spielen, weil die denken, Schlager funktioniert nicht. Aber der Beweis, zum Beispiel in Duisburg beim Stadtfest, tausend von Menschen feiern und deswegen fühle ich mich am wohlsten auf einer Bühne live. Das, wie das Duisburger Stadtfest das macht, finde ich perfekt. Immer mal ein bisschen wechseln, aber auch nicht versuchen, die Welt neu zu erfinden. Ich höre privat eigentlich fast, in Anführungsstrichen, keine Musik, weil ich bin ja sehr viel im Tonstudio, ich produziere meine Musik selber und das sind dann wirklich viele Stunden auch unter der Woche. Und wenn ich dann mal irgendwo eine Strecke mit dem Auto hinfahre und das Radio guckt mich an, sehe ich immer nur, das ist aus. Da braucht man einfach mal zwischendurch ein bisschen Ruhe. Also ich übe das grundsätzlich gar nicht. Ich habe noch nicht einmal ein festes Programm, so dass ich jetzt sage, wenn ich auf eine Bühne gehe, ist es wirklich genau die Titelreihenfolge. Ich mache das immer einfach spontan. Ich gehe unvorbereitet am liebsten auf die Bühne und lasse mich einfach auf das Publikum ein und überlege dann, mache ich jetzt Kino oder mache ich jetzt mal Flug an der Stelle. Mein Techniker, der hat halt eine CD mit ganz vielen meiner Lieder und der merkt schon anhand meiner Moderation, wo ich hin will und dann gibt er den Titel ein und spielt den ab. Also das sind absolut unterschiedliche Wege, wie es zu einem Titel führt. Also manchmal ist es wirklich so, dass ich mich hinsetze und sage, ich möchte jetzt einen Titel schreiben und suche einfach. Aber ganz oft ist es auch so, dass du mitten im Alltag irgendwo bist und auf einmal fliegt dir zum Beispiel eine Zeile rein, wo du sagst, oh, die gefällt mir. Aber ich sag mal als Beispiel jetzt, auf einmal großes Kino, boah, das ist schön, das könnte man eigentlich nie draus machen. Also es gibt keinen Weg, den ich immer gehe, um Musik zu machen, das ist immer unter. Herr Bausch, ich bedanke mich für das ausführliche Gespräch. Gerne. Und weiterhin ganz viel Erfolg.